The Rhineland region is situated either side of the Rhine River in western Germany. Here, in autumn, when the days are getting shorter, they celebrate the feast of St. Martin, the patron saint of charity. Which also means sweet Weckmänner yeast rolls. And the St. Martin's goose. A speciality of farmer and goosekeeper Johannes Kircher. Schlimm ist dann halt immer die Zeit Ende Oktober, wenn es dann dem Ende zugeht, der einzelnen Tiere. Johannes' wife, Heidi Heinkircher, has prepared many a goose for the oven. Eine Gans zu braten ist relativ einfach. Wenn man auch mit einfachen Zutaten arbeitet, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Crispy fried and served with red cabbage, it's a banquet. Morning. Johannes Kircher raises around 1,000 geese every year. The animals are free range and are fed primarily on fresh grass. This means that on Johannes's farm, the geese are on the pasture for 7 months. So, dann seid ihr alle draußen. Ja, ist jeden Morgen eigentlich immer wieder schön, dann die Tiere rauszulassen und sie zu begrüßen. Und zu sehen, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie sich so über der ganzen Wiese verteilen und entsprechend nach Futter suchen. Was in diesem Jahr durch die Trockenheit ein bisschen knapp ist. Aber nun ja, müssen wir mit zurechtkommen mit der Situation. Los, hier aus, Heißer, komm. Da sind zehn Tiere abgehauen, die müssen wir jetzt wieder einfangen. Ist ein bisschen lästig, das möglichst stressfrei für die Tiere hinzukriegen. Ja. Aber man muss die Flügel schon sehr festhalten, weil die einen sonst grün und blau schlagen. Die haben eine so irrsinnige Kraft in den Flügeln. Jetzt haben wir hier mal die Möglichkeit, so ein Tier ja, auf Schlachtreife zu untersuchen, zu prüfen. Hat eine schöne runde Brust, ist aber im Unterbauch auch nicht zu fettig. Das heißt, wir haben hier eine richtig schöne fleischige Gans. Dann wollen wir den Rest mal holen. When the goose season begins in late autumn, Johannes' wife Heidi provides a much-needed extra pair of hands. During the week, the history lecturer works in Marburg, 200 kilometers from home. Today she's making dripping using flare fat from the bellies of the geese. Because of the smell, Heidi is boiling the fat outside and is making an extra large batch. The flavor in the goose dripping is provided by apples and onions. Je nachdem, wofür man das Schmalz haben will, man kann es auch nur auslassen und ein bisschen salzen, pfeffern, dann kann man das auch vielleicht besser noch in den Rotkohl tun. Aber so als Brotaufstrich ist das halt ganz schön, wenn man das dann auch fertig gewürzt hat. Heidi also adds fresh marjoram. It's an aroma that goes very well with goose. For a long time, it was unclear whether the company could remain family owned. Kurz bevor mein Vater den Hof abgeben wollte, bevor er in Rente gehen wollte. Und ich habe dann Glück gehabt, dass ich den richtigen Mann fand und dass der Hof eben weitergeführt werden konnte. Ja, wenn man so will, habe ich dann eben wie eine richtige Bauertochter gehandelt und habe den richtigen Mann herbeigebracht. Heidi's family farm is located near Düsseldorf, right on the bank of the Rhine in the district of Mettmann. For 40 years, the business was managed by Heidi's father. Everything that grows here today was planned and laid out by Klaus Hein. Almost everything in the garden is harvested in November, but endive, a classic autumn salad, is hardy enough to withstand the winter, needing only a cover to guard against frost.
Seitdem ich den Hof verpachtet habe an der Tochter und Schwiegersohn, muss ich ja eine Beschäftigung haben. Ich kann ja keine Däumchen drehen irgendwo. Und da habe ich gesagt, da mache ich den Garten auch richtig. Und da wird so über das ganze Jahr über alles angebaut, was dann in der Küche verarbeitet wird. This includes potatoes, which today are being made into Pillekuchen, a special type of potato pancake. Heidi's mother Renata is usually in charge of the midday meal. Sag mal eigentlich, warum heißt das eigentlich Pillekuchen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber es ist wohl, dass man dieses Stückchen hier Pille nennt. Eigentlich heißt das hier auch nicht Kuchen, sondern Gurke. Dieses Rheinische mit hineingekommen und dass dann eben tatsächlich diese Kartoffelstückchen mit gemeint sind. So, ich habe euch den Salat aus dem Garten geholt. Dann habt ihr wenigstens einen schönen, frischen Salat für heute Mittag zum Essen. Ja, dann müssen wir uns aber wirklich noch beeilen, dass wir dann auch um 12 Uhr fertig sind. Mhm. Guck mal, meinst du, hast genug Speck oder ist es schon fast zu viel, dass das nicht so salzig wird? Ich habe immer, wenn etwas nicht schmeckt und man tut Speck dran, dann hat man einen tollen Geschmack. Das ist eigentlich so meine Devise bei allen Sachen, die ich koche. The Pillekuchen is half ordinary pancake, half potato pancake. Wenn das nachher zu pfeffrig ist, bin ich nicht schuld. Nein, da bin ich schuld. So, jetzt kommt noch Mehl dran. Man kocht nach Gefühl, ja. Nicht unbedingt immer nach Rezept. Wenn ich nur nachher brate und ich merke, er stockt zu schlecht, dann tue ich noch ein bisschen Mehl runter. Essential for a good Pillekuchen is a well-greased pan. Nur gucken, dass es nicht anbrennt, dass es schön goldbraun wird. Das ist im Prinzip ist das alles, ne? Keine Kunst. So. Kannst du mir jetzt währenddessen einen kleinen Schuss Öl bitte dazu tun? Muss ich Stopp sagen? Ja. For the salad dressing, Heidi mixes yogurt with boiled potatoes, seasoning with plenty of sugar and vinegar. Divin-Salat kann auch manchmal so leicht Bitterstoffe noch enthalten. Und eben über das Dressing kann man das also auch so ein bisschen ausgleichen. Und dann muss man auch versuchen, den halt sehr, sehr klein zu schneiden, damit sich das auch schön vermischt. Ich stelle mal hier hin. So, dann habe ich Pillekuchen mit Speck für die Männer eine große. The two daughters of the Kirches are back from school for lunch. Oh, das sieht ja gut aus. Danke, mein Schatz. Darf ich den Endivien-Salat? Mama, die riechen voll lecker. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker, ne? Das tut jetzt auch gut. Ich hatte aber auch Hunger. If there's not enough grass on the pasture for the geese, Johannes feeds them grain that he grows himself. The wheat and barley are milled. Johannes blends the two according to the weight of the animals. Wenn ich meine, ich muss energischer zufüttern, dann gibt's mehr Weizen. Wenn ich meine, die schon recht gut gedehnt sind und nicht verfetten sollen, dann fütter ich einfach ein bisschen mehr Gerste, weil sie die nicht so gerne fressen. Sometimes the geese enjoy some special treats from Elizabeth and Johanna. Halten wir gleich da an. Kommt, hier gibt's noch Äpfel. Und sie sind sehr gesund und süß. Nicht so doll ausholen. Guck mal da. Ja, werfen wir mal nach da, weil da kommen die. Streiten die sich oder wollen die die zwei Äpfel da? Keine Ahnung. Oder die plappern einfach. Also die Federn sind schön weich und kuschelig. Die habe ich auch in meinem Kissen. Wenn die zum Beispiel sich recken, dann entsteht da ein kleiner Hubbel. Das sieht immer etwas lustig aus. Und sie sind lecker. So, wie sieht's denn aus? Ja, läuft gut. Die ist richtig gut im Wachsen. Und die richtige Temperatur jetzt vom Wachsen. Das sind schöne große Stücke, die abgehen. The Kirches do their own slaughtering and pluck the birds dry. Here, wax is used to pull off the feathers. This is more hygienic than the usual method of scalding the animals in defeathering tanks. Hier, guck mal, super, sauber. Auch hier unten die Kante an den Füßchen. Die machen aber vom Fleisch her einen schönen Eindruck. Da kann man deutlich sehen, das ist einfach das Muskelfleisch, was durch die Haut durchschimmert. Und es unterstreicht halt, dass sie bei uns ihr Fitnessprogramm auf der Wiese entsprechend abspulen können. Was eben einfach für die Tiere, die den entsprechenden Bewegungsdrang haben, auch einfach nur positiv ist. Müssen wir noch ein bisschen absuchen, das geht ja auch. Aber so, meine Damen, Nachschub.
glaube ich ja nicht schön, sagst du? Ja. Ist ja nicht viel dran. Hier haben wir doch ordentlich den Wachs. Ja, die geht schon wieder weg. Ja, gut. Naja, die lässt zu wünschen übrig. Da ist noch Wachs dran. Haben wir nicht ordentlich gearbeitet? Dann werden wir uns nachher mal beschweren. Also meine sieht jetzt schon mal recht gut aus. The majority of this arduous precision work is carried out by the women of the house. Some of the quills are firmly and deeply embedded in the skin. Muss man da reinpacken, muss man Glück haben, wenn man da reinkommt, und dann kriegt man da raus. Wir sprechen auch im Familienjargon immer gerne davon, dass das hier unser Kosmetiksalon ist und dass wir dann entsprechend auch arbeiten. Aber manchmal ist das schwer. Das kriegt man nicht so immer hin. Vielleicht müssten wir eine besondere Creme verwenden. Also wenn die Gans immer noch so Federkiele hat, dann ist das am einfachsten, wenn man die dann anbrät, im Ofen etwa eine Dreiviertelstunde im Ofen geacht hat, dass man sie dann rauszieht. Und dann kann man mit der Pinzette die ganz hart sitzenden Federkiele hinausziehen, weil die Haut weich ist und damit auch loslässt. In the Rhineland, St. Martin's Day also means sweet treats for the kids. In her courtyard kitchen, Margaret Cox Pappenhoff is teaching Elizabeth's class how to make traditional confections. Ja, dann gehen wir mal sofort ins Backhaus. For example, the yeast dough rolls known as Weckmänner. Der Vorteig besteht aus, wie ihr gerade schon so merken könnt, Hefe und noch was? Was habe ich? Was habt ihr von? Du hast Milch. Milch. So, Achtung, geht's mal nicht deine Nase mal welche? Milchlippe. Was fehlt jetzt noch? Mehl. Mehl. Salz und Zucker. Perfekt. 6 Kilo brauchen wir jetzt noch. 6 Kilo. Wer ist jetzt stark? Ich. Dann darfst du jetzt mal. Jetzt kommt die Nebelmaschine. Reinschütten? Da rein, aber nichts daneben, sonst fehlt uns nachher das Kilo, ne? Mit dem Zucker. Ja. So. Jetzt rühren. Haben wir jetzt alle Zutaten drin? Eier. Eier kann, muss man nicht. Weil Ei macht den Teig manchmal zu fest. Und das wollen wir. Wir wollen ja einen fluffigen Teig haben. Ja. Machen wir nochmal zu. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Ja, er muss richtig geschmeidig sein. Im Mehl ist der sogenannte Eiweißkleber. Dieser Eiweißkleber, der hat sich ja verbunden mit der Flüssigkeit. Und je länger ich ihn jetzt knete, je klebriger wird es. Und das ist nachher auch unser Gerüst, warum unser Weckmann schön locker aufgegangen ist. Zuallererst, das habe ich euch ja schon gezeigt, ihr müsst mal den Teig rund bekommen, indem ihr einfach die Ränder so nach unten zieht. Ist so gut? Ja. Jetzt habe ich eine Pobacke. Locker. Ist meiner. Ja, wunderbar. Hier noch einer. Wir fangen mit dem Kopf an. Denn der liebe Weckmann muss ja auch irgendwie gucken können. Das heißt, ihr müsst jetzt einen leichten Kopf abdrücken. Boah, ich mache mir so einen richtigen Muskeltypen. Ich mache mir am Ende noch ein Sixpack. Ja, ich mache mir so einen richtigen. In the Rhineland, this sweetened bread is called Wecken. The Weckmann was most likely originally symbolized as a bishop, as St. Martin was also a bishop. Over time, the bishop's staff was replaced by a pipe. Margaret Cox Pappenhoff is a home economics teacher and gives regular baking workshops. Das ist eben für mich wichtig, dass Kinder nicht nur in den Supermarkt gehen und einfach das Brot aus der Theke nehmen oder wenn sie zum Bäcker gehen, dann haben wir ja noch Glück gehabt. Und das ist so, hat eine Wertigkeit, auch mit dem Wegschmeißen anschließend. Ne? Schmeckt mir nicht, uah, schmeiße ich sofort weg. Nein, das kann ich nicht wegschmeißen, ich habe es mit meiner Hände gemacht. In the stone oven, the Weckmänner crusts get nice and crispy. Wenn man die jetzt die ersten rausnehmen, dann werdet ihr sehen, die sind so stumpf. Und wenn ihr die mit Milch bestrichen habt, dann glänzen sie gleich. Hier ist deiner. Nein, ich hab einen. Ah, heiß. So. Meine hat nur ein Bein. Du darfst dir jetzt einen erst nehmen. Every day, the Kirchers make a fresh bed of straw for the geese. Gleichmäßig verteilen. Ganz das richtig. Ist so gleichmäßig. Von unten. Von unten. Jawohl, so. Und jetzt hoch und runter. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Stroh zum Streuen, damit wir heute noch fertig werden. Klar werden wir fertig. Ein Gans ist unheimlich robust und anpassungsfähig. Von daher Schutz genug für sich selber hätten die Tiere, problemlos draußen zu bleiben.
Ist halt einfach wegen dem Fuchs bei uns, weil der Druck hier so groß ist, ringsherum mit den ganzen Wäldern und Büschen und Dickungsmöglichkeiten, wo der Fuchs Deckung findet. Das alleine mit Bejagung bekommt man nicht hin. Weitergehen, immer durchgehen. Guck mal, klappt da wieder prima heute, oder? Kommt schön in den Stall, ab ins Bettchen. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Gänse. Du hast sie ganz gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Es geht ja jetzt nicht darum, nur einen Fuchs zu erlegen. Man kann auch anderes Wild beobachten. Und wenn es nur der Hase ist, der vorbeihoppelt. Oder aber auch nur ein Reh, was vorbeikommt. Oder möglicherweise sogar ein Reh mit Kitz. Immer ganz fantastisch zu beobachten. Und das sind halt einfach traumhaft schöne Momente, die einem dann auch verhelfen, mal so richtig runterzukommen. Heidi has left the leg of a wild boar, which she hunted herself, in a vinegar marinade for several days. A Rhenish Sauerbraten can be made using various types of meat. In the past, they even used horse meat. The raisins boiled in red wine are an important component of the sauce. Die Rosinen mildern die Säure und machen die Soße außerdem noch etwas fruchtig. Und eigentlich gehören zum rheinischen Sauerbraten ganz traditionell diese Rosinen dazu, dass eben diese Süße tatsächlich dann doch dazu kommt. Und das ist eigentlich gerade bei Wildschwein total lecker. As an accompaniment, Heidi makes mashed potato with celery, which gives it a stronger flavor that goes well with game. Da wir beide auch jagen, ist das natürlich auch ein gemeinsames Ereignis, was wir auch gemeinsam dann haben, weil wir sonst ja beruflich nicht so viele Berührungspunkte haben. Und hinzu kommt dann einfach, für uns ist es ganz wichtig, was wir auf dem Teller haben. Und da ist Wildfleisch einfach eine ganz tolle Alternative zu herkömmlichem Fleisch. The Kirchers get together with their hunting friends once a week. The hunters communicate in the forest using these melodies. Schon ab. Nicht jagen, beim Blasen, sonst ja, natürlich. Dafür sind wir Jäger. Aber ansonsten beim Blasen schon bitte möglichst auf den Takt achten. Dann blasen wir zum Essen. Das Horn an. Drei. Hier. Das sieht gut aus, Heidi. Moment, Soße. Also, okay, nehme ich gerne. Oh, jetzt kommt ein Riesenstück. Wer hat denn Riesenhunger? Der Rudi. Rudi, Sie lieben ihn nicht mehr. Habe ich dir zu wenig gegeben? Guck dir mal an, was der Rudi für einen Teller hat. Und ich habe hier so ein. Ja, der Rudi ist ja auch mein Nachbar. Aber doch, du kriegst noch ein schönes Stückchen, bevor ich mir das sagen lasse. Na gut, ich bin ja nur dein Mann, danke. Bitte schön. Sehr zum Wohl sein. Down at the goose farm, it's all go on St. Martin's Day. Johannes is delivering the orders. While Heidi is taking care of customers at the farm shop. Das wird nicht passen. Selbst wenn wir hier den Hals abschneiden, warten Sie mal. Ich schau mal, ich denke, ich habe da noch. Ich habe auch schon mal Bräter verliehen, sozusagen, wenn ich die Person kannte, damit einfach irgendwie die Gans gebraten wird. In den letzten zwei Jahren hatten wir das Glück, dass für uns eine übergeblieben ist. Aber auch nur, weil Leute bestellt hatten und die nicht abgeholt haben. Guten Morgen, Irmgard. Johannes, so. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du schwer zu tragen? Ja. Ja. Denk nur dran, deine Kunden darauf hinzuweisen, dass sie die auf der Brust garen. Die sind sehr mager, dass sie nicht zu trocken werden. Ja, denken wir dran. Prima. Dankeschön. Dann, gutes Gelingen. Ja, tschüss. Danke, Johannes. Tschüss. So, Johanna, das machst du schön klein. Wir müssen jetzt sehen, dass wir eine schöne Gänsefüllung hinbekommen. Ja. Denn die Füllung macht nachher den Geschmack aus.
Die sind auch schon fertig. Der Boskop, der gibt dann halt den guten Geschmack, weil der etwas säuerlicher ist. Und das ergänzt sich dann sehr gut mit den Trockenpflaumen. Ich glaube, du isst ja im Moment die Äpfel. Stimmt, weil nicht nur die Schale. For Heidi's goose stuffing, fresh marjoram is again used as a seasoning. Wie schmeckt das? Schmeckt erst gar nichts und dann wird es so langsam scharf, aber es schmeckt schon gut. Gut, alles vermischen. Oh, da ist eine Zwiebel rausgefallen. Wir haben uns für diese sehr leichte und sehr fruchtige Variante entschieden, weil wir damit natürlich dann auch eine sehr schöne Soße hinbekommen, ohne dass wir beispielsweise mit Rotwein kochen müssten. Und so ist das dann auch ein Geschmack, den die Kinder genauso gerne essen wie die Erwachsenen. The stuffing and plenty of salt are both essential for an oven-ready goose. These preparations can also be completed the day before, which allows the meat to absorb the aroma all the more. Eine Gans zu braten ist aus meiner Sicht relativ einfach. Wenn man auch mit einfachen Zutaten arbeitet, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es sind halt viele nicht mehr dran gewöhnt, dass man ein ganzes Tier nutzt. Viele lernen das ja auch nicht mehr. Aber an sich ist eine Gans zu braten überhaupt gar kein Problem. To prevent the meat from drying out, Heidi braises the goose at a relatively low 120 degrees Celsius. Around 1 hour of roasting time is needed for each kilo of meat. A classic accompaniment for roast goose is red cabbage. Heidi uses bacon fat rind for a stronger aroma and to stop the cabbage from burning. Die Speckschwarten müssen unten liegen bleiben. So, es kommen noch die Äpfelchen dazu. So ist gut. The acidity of the apples prevents the red cabbage from losing its color when cooked. So ein paar Nägelchen nelken und frischen Lorbeer. Und jetzt gieße ich das noch mit Brühe an. Das riecht richtig gut, Mama. Also sehr gut. Ja. Meinst du, ich soll den Nabel noch etwas kürzer schneiden? Nein, der ist so mega gut. Every year, the girls make new lanterns for the St. Martin's Parade. This year, Johanna has chosen a goose as her motif. Du könntest die Federn ja auch so in der Reihe kleben. Dann verbrauchst du die ja, nicht so schnell. Das ist doch gut, Elisabeth, oder? Ja, so wird das gut sein. Dann das Licht da durchkommt, dann leuchtet das so Guck schön. Mal. So bitte will ich segne diese Kerzen und diese Laternen und segne die Kinder, die sie tragen mit ihren Familien. The church service before the parade is also a showcase of the most beautiful lanterns in the community. Super! Cool! Ja, danke schön! Ja, danke! At the Kirche's home, the goose is cooked to perfection. For a nice crisp crust, Heidi brushes the skin with honey water. Man kann das auch mit Salzwasser machen, aber ich persönlich finde es viel besser, wenn die Haut einen süßlichen, ja leicht karamellisierten Geschmack bekommt. Und wenn sie nämlich jetzt gleich in den Ofen geschoben wird, wird sie dann noch mal ganz kurz hochgedreht und dann wird die Haut wunderbar knusprig und braun. The meat juices and goose stuffing are used to make a creamy and fruity sauce. Heidi has already skimmed off the excess fat. What remains is a blend of all the different ingredients and flavors. Ich esse total gerne Fleisch, aber wenn ich so eine Soße habe, dann brauche ich nur die Kartoffeln oder sonstige Beilage und kann die Soße so löffeln. Oh, guck mal, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Darf ich eine Karte? Richtig lecker. Für die Haut haben. Du möchtest es auch. Kinder, seid ihr denn zufrieden, so wie sie aussieht? Ja, sieht sehr gut aus. So, bitte schön. Jawohl, danke. Denn das ist ja ein Riesending. Riesen, tatsächlich, ja? Muss man das kleinschneiden. Drei Tage, nicht zu essen, bitte. Ich nehme gerne noch etwas Füllung dazu. Bitte schön. The annual highlight of the St. Martin's Festival is the Lantern Procession.
St. Martin's good deeds are commemorated on November the 11th, the date of his death. The best known story is of when the merciful St. Martin shared his cloak with a beggar. Da sind nur zwei Soldaten. Ja, das guck mal, hier heute. Hallo. 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 Im Schneider saß ein armer Mann, an Kleider nicht, hat Lumpen leid. Oh, hilf mir!